Tja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Werte-Talk. Ich bin natürlich wieder euer Avenger und ja, mein kleines Kellerkind, ich gehe jetzt mal auf ein paar Kommentare von dir ein, weil du mir ja geschrieben hast, dass ich nur auf den Drachenlord eingegangen bin. Ich hoffe, ich bring's ganz gut rüber, aber seht selbst nach dem Intro. Bis gleich. Ich glaube, du verstehst mittlerweile, dass du ein auswechselbarer YouTuber bist. Tja, Leute, klar bin ich auswechselbar, aber so wie alle anderen YouTuber auch. Weil so viele Mainstream-YouTuber, sag ich jetzt mal wie Miguel Pablo oder Chaosfreak oder sonstige Geschichten, die sind auch austauschbar. Also, das ist für mich kein Argument. Weil, solange das Spaß macht, warum soll man aufhören? Er macht es zum Spaß. Mag ja sein, ist auch nicht verwerflich. Aber er ist nun einmal ein austauschbarer YouTuber. Andere YouTuber sind über solche Kritik froh. Aber hier soll ich mich ja nur selber löschen. Repräsentiert gut das Alter durchschnittlicher Zuschauer. Ja, natürlich. Ist klar. Nicht? Das ist auswechselbar, das wissen wir ja alles, nicht? Aber ist heutzutage das Lösch dich echt Kritik? Oder habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Ist es heutzutage so, dass man, wenn man Lösch dich schreibt, dass es eine konstruktive Kritik ist? Alter, jetzt mal ernsthaft. Und was zur Hölle maßst du dir an, auf dem Alter von meinen Zuschauern rumzuhacken? Ja? Das Alter ist völlig scheißegal, würde ich jetzt mal behaupten. Weil die haben genauso das Recht, YouTube zu schauen und zu kommentieren wie du auch. Also, lass es doch einfach sein. Bin hier, seitdem er was über den Drachenlord bzw. seine Community gesagt hat. Er hat sein Video nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. In der Zeit, wo er es hochgeladen hat, war der Drachenlord im Mittelpunkt. Er hat in dem Video nur zusammenhanglosen Müll geredet. Und du fragst mich, warum ich was gegen ihn habe. Er macht auch noch 5 Arten von Videos. Sowas ist austauschbarer Müll. Ja, mag sein, dass du seit dem Drachenlord-Video Video da bist. Ich habe ja schon in dem Kommentar auch was darüber gesagt, warum ich das Video über den Drachenlord gemacht habe. Unter anderem nicht, um den Drachenlord zu verteidigen. Auf gar keinen Fall, weil der Drachenlord für mich ist ein arroganter Penner. Ja, ganz ehrlich. Er gibt sich so und deswegen wird er gehatet. Kein Problem. Völlig in Ordnung, ist so. Was mich jetzt wirklich an dem Video gestört hat, ich habe damals mit meinem Bruder, habe ich ein paar Videos über den Drachenlord geschaut, weil halt wirklich jeder über ihn berichtet hat. Ich und mein Bruder, wir sind absolute Alblali-Fan und dieses Danke dafür, Alblali, kam ja dazu zustande, weil der Drachenlord angeblich im Auftrag von Alblali verprügelt worden ist. Und da haben wir uns dann mal so gedacht, schauen wir einfach mal ein paar Videos darüber. Da kamen wir aber zu Videos, wo sämtliche YouTuber meinten, sie müssten zu ihm nach Emskirchen fahren. Unter anderem haben sie Graffitis an sämtliche Gebäude geschmiert, Straßenschilder, wie zum Beispiel Lügenlord oder 500 Meter, also hier geht's 500 Meter zum Drachenlord oder so, oder 500 Meter entfernt zum Drachenlord, ist ja egal. Und solche Geschichten dann unter anderem Hausfriedensbruch betrieben, die sind auf sein Gelände, haben Fotos von seinem Haus gemacht im Innenbereich, die haben mit ihm, mit Eiern nach ihm geworfen, sonstige Geschichten, also diese Sachen, Lärmbelästigung, Sachschaden oder irgendwas, das sind Sachen, die sind nicht vertretbar. Wir sind in 2017, wo wirklich jeder sagt, es muss alles verbal bleiben, ja, und Rauchen ist uncool und so. Und das kann man dann nicht sagen und dann sowas bringen. Verstehst du, was ich meine? Absolut nichts rechtfertigt ist, dahin zu fahren, um ihn und die Bevölkerung aus Emskirchen sowas von zu belästigen. Geschweige denn, ihn zu verprügeln. Das geht absolut gar nicht. Und das wollte ich mit dem Video aussagen, weil es gibt auch ein Interviewvideo, wo die Bewohner von Emskirchen praktisch darüber berichtet haben, wie belastend das Thema für die Bewohner ist, was momentan mit dem Drachenlord so abgeht. Und darüber habe ich ein Video gemacht. Nicht, dass er nicht gehatet werden soll oder ich habe ihn irgendwie verteidigt. Nein, habe ich nicht. Und ich bin schon echt mittlerweile der Meinung, dass du das Video überhaupt gar nicht geschaut hast. Und was heißt belangloser Müll? Bloß weil ich gesagt habe, dass sie die Leute dort in Ruhe lassen sollen, dass es auf verbaler Ebene sein soll, bleiben soll. Weiß ich, was du damit sagen willst. Keine Ahnung. Bloß weil du der Meinung bist, dass alle Welt auf ihm rumhacken soll und dahin fahren soll, ihn verprügeln, brauche ich mich doch nicht zurückzuhalten, oder? Lösch dich war auf die Videos über den Drachenlord bezogen, wenn man keine Ahnung hat. Wenn das Lösch dich auf die Drachenlord-Videos bezogen war, warum hast du es dann zu diesem Video geschrieben? Wie sollen das denn die anderen wissen, wenn du Lösch dich ohne irgendeinen Zusammenhang schreibst? Das kann ich nicht nachvollziehen. Also das musst du mir jetzt nochmal erklären. Kannst du auch mal reinschreiben. Wie wär's denn damit? Bearbeitet beruflich Videos. Ja, wenn du doch beruflich Videos bearbeitest, du hast mich schon so oft kritisiert über die Qualität meiner Videos. Das ist ja das eine. Aber wenn du doch weißt, wie es funktioniert, wie wär's denn mal, wenn du zur Abwechslung einfach mal ein paar Tipps gibst, wie man es besser machen kann, statt auf die vielleicht ein bisschen weniger Ahnung haben wie du, einfach darauf rumzuhacken. Oder Leute, die auf dem Boden liegen, nochmal richtig einzutreten, weil das ist absolut ehrenlos. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bro, Alter, man kann es auch anders anpacken. Nicht? Und dass du so viel Kritik zu diesen Kommentaren eingesteckt hast, daran bist du ganz alleine schuld. Aber hey,
Wenn es dich nie interessiert, warum soll es mich dann interessieren, was du schreibst? Dir geht es um die Masse, der Ursprung von YouTube ist Spaß. Ich weiß ja nicht, aber irgendwo hast du was geschrieben. Ich kann mich nicht daran erinnern, was das genau gewesen ist. Einerseits geht es dir wirklich um den Spaß. Andererseits sagst du, es mag ja sein, aber trotzdem ist er austauschbar. Also soll man jetzt Videos machen, wenn man Spaß dran hat, weil es ursprünglich um den Spaß geht? Oder soll man sich jetzt löschen, obwohl man Spaß hat? Ich weiß es nicht. Also da bin ich absolut überfragt. Das kann ich dir jetzt überhaupt nicht beantworten. Ich glaube, wir beide reden aneinander vorbei. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich komme aus der Zeit, wo man es nicht um Klicks gegangen ist. Ist egal. Prinzipiell hast du mittlerweile recht. Bin da wohl ein wenig zu nostalgisch. Mittlerweile ist es wohl nur noch eine Abhängigkeit nach Aufmerksamkeit. Das kann ich jetzt so nicht sagen. In gewisser Weise möchte man natürlich Aufmerksamkeit haben. Ist ja völlig logisch, nicht? Also, ist jetzt jedem selber überlassen. Ob er jetzt nach Aufmerksamkeit schreit oder sie eigentlich nicht braucht. Aber eins musst du mir mal erklären. Warum sollte man Videos machen, wenn man dafür keine Aufmerksamkeit bekommt? Ist doch dann völlig klar, dass man nach Aufmerksamkeit praktisch, dass man es anstrebt, dass Leute einen sehen. Dass Leute Spaß haben an den Videos. Es gibt so viele YouTuber, die machen das richtig geil. Die machen das richtig cool. Aber die werden halt nicht angeschaut. Oder man gibt ihnen überhaupt nicht die Chance, irgendwie erreichbar zu werden. Und es heißt ja nicht gleich bloß, dass man Aufmerksamkeit haben möchte, dass man damit berühmt werden will und Kohle zu scheffeln. Sondern warum sollte man Videos machen, wenn man dafür keine Aufmerksamkeit kriegt? Also man freut sich doch über jeden Zuschauer, der zuschaut. Da können wir auch noch mal über das Alter streiten. Wenn er noch so jung ist, solange er einen Kommentar schreibt und zuschaut und sich darüber freut, was ich tue, finde ich daran absolut nichts verwerflich. Ja, also ich kann dazu echt nicht viel sagen. Ja, nee, ist klar. Hast dazu nur gerade einen halben Roman rausgehauen, nicht? Verstehe. Anscheinend ist die Sucht nach Anerkennung, Bestätigung wohl schon die Norm. Für dich jedenfalls. Vielleicht ist es in deinem Umfeld so, dann mag ich dich sogar verstehen. Nur weil es alle tun, ist es nicht gleich okay, von jedem YouTuber fast identische Videos zu sehen, nur weil das Thema gerade publik ist. Ist für mich nicht gut. Da kann ich eigentlich nur eins dazu sagen. Es mag ja sein, dass viele dasselbe Thema bringen. Es ist aber immer noch die Sache der Umsetzung, wie man das Ganze rüberbringt. Und ich meine, es ist jedem Zuschauer selber hinterlassen. Es ist jedem Zuschauer selber überlassen, wen er schaut, wer das am besten rüberbringt. Und dafür ist es ja eigentlich auch gut. Ja, wenn man ein Video macht, jetzt wie zum Beispiel die 5 Arten von Videos. Klar mache ich 5 Arten von Videos. Oder hab bis jetzt nur eins gemacht, beziehungsweise 2, aber das ging irgendwie über mehrere Sachen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das waren nicht 5 Arten von, aber ist ja auch völlig eigentlich scheißegal. Nur solange man das doch gut macht und Leute sich das trotzdem anschauen, warum soll man das nicht machen? Ist doch völlig egal. Es gibt auch so viele Comedy-Shows im Fernsehen auf Sat.1, die eigentlich alle dasselbe machen. Viele findet man halt lustiger als die anderen. Ja, ich finde zum Beispiel Ladykracher nicht so lustig wie Sechserpack oder die Dreisten 3. Verstehst du, wie ich meine? Ne, das ist immer noch eine Sache des Betrachters. Warum sollte man nicht dasselbe machen? Ist ja völlig logisch. Man kann ja auch nicht sagen, die Nachrichten gucke ich nicht, ARD war viel länger da. Ja, das ist völliger Schwachsinn. Ich würde mir ARD-Nachrichten nie anschauen, weil die von RTL 2 oder so, die sind einfach besser gemacht. Ja, aber das ist jedem selber überlassen. Ja, das kannst du auch nicht sagen. Kann man so nicht, ich finde, das ist kein guter Kritikpunkt oder ein gutes Argument. Wo werde ich denn gehatet? Bin eigentlich sehr froh, wie sich das hier entwickelt hat. Dieses Wegschauen, wenn einem was nicht gefällt, gab schon zu oft. Lösch dich wird mittlerweile häufig als stilistisches Mittel verwendet. Was heißt denn hier stilistisches Mittel oder so? Was hat denn das Lösch dich für eine Aussage? Ja, und was soll das für ein Stil sein, dass man schreibt, lösch dich? Es gibt so viele Leute, die sind vielleicht psychisch ein bisschen labiler als andere und die empfinden dieses lösch dich, gab's auch schon, dass sich Leute wegen sowas umgebracht haben. Also ich für meinen Teil wäre mit sowas echt vorsichtig, sowas zu schreiben, nicht? Oder so Sachen wie bring dich um. Ich glaube, ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht. Also ich unterstütze es auf gar keinen Fall und das ist für mich auch gar kein Argument. Ja, das ist einfach eine Sache, die geht überhaupt nicht. Gerade wenn so viele kleine YouTuber, auch teilweise jüngere YouTuber, die sich dadurch sofort irgendwie ausgestoßen fühlen oder nicht gemocht oder so. Das ist eine Diskriminierung, das geht nicht, das kann man nicht bringen, Alter. Und wenn das Video noch so schlecht ist, dann geh doch einfach. Klar, eins muss ich von dir mal unterstützen, dass du froh bist darüber, wie sich das entwickelt. Ja, klar, ich habe eine coole Community, es ist einfach so. Und die wollen mich verteidigen und deswegen schreiben die sowas. Ja, das kann man natürlich nicht wissen, wenn man selber keinen Channel hat, wo man Videos produziert. Also ist halt so, ne? Wäre cool gewesen, wenn du auf mehr als nur auf den Drachenlord eingegangen wärst. NWO is watching. Meine den Kommentar, versuch's Missverständnisse zu vermeiden. Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video jetzt ein paar Sachen aufklären, eventuell. Na, das ist jetzt eine Ansichtssache. Ich habe dieses Video nicht geskriptet. Ihr seht schon, ich habe mein Handy in der Hand. Ich habe wirklich so aus eigenen Worten auf diese Kommentare reagiert, so wie ich das
für meinen Teil beantwortet hätte. Ob du das jetzt cool findest oder nicht, oder ob du vielleicht jetzt ein bisschen Einsicht hast, das kann ich nicht beurteilen, oder ich wollte das auch nicht, dass du irgendwie einsichtig wirst, sondern einfach ein bisschen mal darüber nachdenkst. Und vielleicht die Zuschauer, die jetzt neu dazugekommen sind, die vielleicht auch öfters mal gehatet haben, die kommen vielleicht dann auch ein bisschen ins Nachdenken. Verstehst du, wie ich meine? Und das war's eigentlich schon dazu. Ich werde jetzt auf jeden Fall deine Kommentare in dieser Form nicht mehr beantworten. Denke mal, ich habe dazu alles gesagt. Es sei denn, es kommt ein neuer Kritikpunkt oder ein irrsinniger Kritikpunkt, der wirklich erwähnenswert wäre. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich muss jetzt auch nochmal dazu sagen, ich bedanke mich an alle, die mich verteidigt haben. Unter anderem Minox TV, dann der Schützen 03, der Falkenlover, der neu dazugekommen war. Der hat mich wahrscheinlich nicht abonniert, also wird er das Video wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Würde ich schade finden, wenn nicht. Aber hey, ist halt so. Honeywolle natürlich, der mich immer verteidigt und immer meine Videos schaut und so weiter und so fort. Also wie schon gesagt, richtig geil. Nicht zu vergessen natürlich auch den Nomi-Channel. Richtig cool von dir. Ich weiß, du bist schon länger dabei und du weißt, was ich meine. Und ich hoffe, dieser Avenger Talk, ich weiß, dass du das Format so feierst, hat jetzt dich auch ein bisschen zufriedengestellt noch, weil ich ja momentan mehr so andere Videos mache. Aber hey, ich habe ja gesagt, ich mache auch noch einen Avenger Talk und jetzt habe ich es damit bewiesen. Ich würde sagen, das Video ist zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wird nicht zu lang, weil es sind schon wieder fast 16 Minuten. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Hier ist nochmal das letzte Video für die, die jetzt neu dazugekommen sind und gar nicht wissen, worum es hier überhaupt geht. Hier ist nochmal das Video, könnt ihr euch nochmal anschauen. Hier ist natürlich meine Fratz zum Abonnieren und da ist mein Let's Play Channel, wo es demnächst auch wieder mit The Walking Dead Season 3 weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und ja, da gibt es eigentlich nichts mehr da hinzuzufügen. Wenn ihr mich cool fandet, wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet, wieder diesen da. Für die, die neu eingeschaltet haben und sich denken, ja, ich bleib dabei und finde ihn eigentlich ganz cool. Wie schon gesagt, hier verpasst ihr dann keine Folge mehr und ist auch völlig kostenfrei. So, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. See you next time. Euer Avenger. Haut rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede, ihr Ratten.